Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich glaube, wir müssen über die AfD reden. Oh. Und es ist ja am 8. März Frauenkampftag. Deswegen an dieser Stelle ein Video zum Antifeminismus in der AfD. Der Antifeminismus der extremen Rechten ist ein Ausdruck ihrer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die äußert sich eben nicht nur auf eine rassistische Art und Weise, sondern eben auch sehr stark auf eine antifeministische. Ein Musterbeispiel für den Frauenhass der AfD und der extremen Rechten ist der Spitzenkandidat zur Europawahl der AfD, Maximilian Krah. Maximilian Krah kommt aus dem Landesverband Sachsen der AfD und Krah gilt als einer der wichtigsten Vertreter des völkisch-nationalistischen Flügels. Ich will jetzt an dieser Stelle keinen Content von Maximilian Krah reproduzieren oder zeigen, aber vielleicht seid ihr da schon mal drüber gestolpert. Es geht ihm vor allen Dingen um Geschlechterrollen. Es geht ihm darum, eine traditionelle Familie zu zeigen und zu propagieren mit einem Mann als Familienoberhaupt und als Ernährer und mit einer Frau als Mutter. Ja, dieses immer wieder als normal verkaufte Familienbild der traditionellen Familie, das ist noch gar nicht so alt. Es ist eigentlich erst mit der Industrialisierung und der sozialen Marktwirtschaft entstanden, dass es einen Haupternährer gab und eine Person, die Frau, die sich zu Hause um die Reproduktion der Arbeitskraft kümmern konnte. Weil vorher mussten eigentlich alle Teile der Familie arbeiten. Natürlich in der arbeitenden Bevölkerung, weniger in der Aristokratie oder sehr, sehr reichen Teilen der Bevölkerung. Und auch im 20. Jahrhundert, ich sag mal ab den 50er Jahren, als dieses Modell ja sehr beliebt wurde, war es auch nur einer bestimmten Schicht, nämlich der oberen Mittelschicht, vorbehalten, weil natürlich immer noch ärmere Menschen und ärmere Schichten darauf angewiesen waren, dass es mehrere Verdiener in der Familie gibt. Aber das Ziel der Videos von Leuten wie Maximilian Krah ist es, ein solches Familienmodell, die heteronormative Kleinfamilie, als normal und biologisch vorgesehen darzustellen. Die Realität ist aber eben viel diverser. So werden über ein Drittel der Ehen in Deutschland wieder geschieden. Und 18% der Kinder wachsen bei einem alleinerziehenden Elternteil auf. Dazu kommen noch Regenbogenfamilien und andere Formen von Verantwortungsgemeinschaften. Also warum hält sich denn ein Bild so hartnäckig, was überhaupt nicht der Realität vieler Menschen entspricht? Ja, spannend ist, dass Maximilian Krah sowie viele andere rechte Influencer vor allen Dingen junge Männer und männliche Jugendliche ansprechen wollen. In der Hoffnung, sie in ihrer sehr schwierigen Identitätsfindungsphase, so ein bisschen abzugreifen und ihnen eine ganz einfache Identität zu präsentieren. Ihnen zu zeigen, was es bedeutet, ein Mann zu sein, ein echter Mann. Solcher Content ist nicht irgendwie nur vereinfachend oder stupide, sondern er ist wirklich sehr gefährlich, wie man an der Incel-Bewegung sehen kann. Sie geben den Frauen die Schuld daran, dass sie ihre Träume, ihre Wünsche, sei es in sexueller Hinsicht, im Liebesleben, nicht erfüllen können. Und dann entsteht Hass auf Frauen und dann kommt es auch zu Gewalt. Und zu diesem Trend passen tatsächlich auch ein paar Hard Facts. So hat die Financial Times im Januar veröffentlicht, dass im Trend, global gesehen, junge Frauen immer liberaler werden, junge Männer dahingegen immer konservativer. Es ist also kein Wunder, dass die AfD und andere rechte Kräfte vermehrt versuchen, junge Männer anzusprechen. Gleichzeitig werden Frauen, die dem Ganzen widersprechen, die sich politisch engagieren oder einfach nur ihr Leben leben wollen, vermehrt zur Zielscheibe. Schaut man sich mal Bundestagsdebatten an, so wird man schnell erfahren, was die Politikerinnen am Redepult, am eigenen Leib erfahren müssen. Die AfD-Fraktion brüllt dazwischen, es wird lauter, es gibt beleidigende und sexistische Zwischenrufe. Und das nicht zu knapp. Das ist natürlich vor allen Dingen dazu da, junge Frauen vor allen Dingen aus dem Mitte-Links-Spektrum zu verunsichern und mundtot zu machen. Auch ich habe das in meiner Zeit als Landtagsabgeordnete erlebt. Und da habe ich eine Rede gehalten, auch zu einem feministischen Thema. Und es gab einen Zwischenruf von diesem Abgeordneten hier, Heidkamp, aus der AfD-Fraktion, der rief dazwischen, das ist doch gar keine richtige Frau, auf mich bezogen. Und diese einzelnen Beispiele, die stehen sinnbildlich für das Geschlechterbild
der AfD und der extremen Rechten. Natürlich würden sich jetzt hier sehr viele andere Beispiele aufdrängen von Einzelpersonen, Aussagen, aber hier geht es mir vor allen Dingen auch um einen tieferen Blick, nämlich auf das Programm der AfD. Klar, die AfD kann ihr Programm gerade nicht umsetzen. Sie sind in der Opposition und so höre ich viele sagen, ach, was da drin steht, das ist mir erstmal egal. Ich will einfach denen da oben mal eins mitgeben und deswegen wähle ich jetzt die AfD. Damit machen sie sich's aber viel zu leicht. Wenn man sich in anderen europäischen Staaten umschaut, wie Italien, Ungarn, da regieren die Rechten längst mit und da ist das Realität, was in der Programmatik auch von der AfD wiederzufinden ist. Die extreme Rechte zielt darauf, unsere Gesellschaft grundlegend zu verändern, sie unsozialer zu machen, marktliberaler zu machen, sie aber auch unfreiheitlicher zu machen. Vor allen Dingen für die Gruppen, die ihnen im Dorn im Auge sind. An dieser Stelle kann ich nicht über das gesamte Programm der AfD sprechen, sondern anlässlich des Themas habe ich mich heute vor allen Dingen mit den Stellen beschäftigt, wo es um Frauenthemen geht, Geschlechterthemen geht und wo ihr Antifeminismus sehr deutlich zutage tritt. Dazu muss ich sagen, dass die Programmatik der AfD sehr schwammig formuliert ist. Sie ist inkonsistent und unstrukturiert, aber wenn man es sich genauer anschaut, dann wird man sehr schnell einen ideologischen Kern herausarbeiten können, der geprägt ist von der Vorstellung der Ungleichheit der Menschen. Beginnen möchte ich mit einem Thema, was eigentlich uns alle betrifft. Das Thema Bildung. Hier ein Zitat aus dem Grundsatzprogramm der AfD. Die aktuelle Familienpolitik in Deutschland wird bestimmt durch das politische Leitbild der vollerwerbstätigen Frau, sodass die Anzahl außerfamiliär betreuter Kleinkinder stetig ansteigt. Die sichere Bindung an eine verlässliche Bezugsperson ist aber die Voraussetzung für eine gesunde psychische Entwicklung kleiner Kinder und bildet die Grundlage für spätere Bindungs- und Beziehungsfähigkeit. Die AfD fordert daher, dass bei unter Dreijährigen eine Betreuung, die Bindung ermöglicht, im Vordergrund steht. Die Krippenbetreuung darf nicht einseitig staatlich bevorzugt werden. Ja, dieses Argument wird häufig von Krippengegnern angeführt, dass Betreuung in einer Krippe schlecht für die Bindungsfähigkeit von Kindern sei. Eine Studie des National Institute for Child Health and Human Development aus den USA hat ergeben, dass weder das gewählte Betreuungsarrangement noch der Umfang der Fremdbetreuung wirklich die Bindungsfähigkeit eines Kindes nachweisbar beeinträchtigt. Denn, so die Studie weiter, nicht die gewählte Betreuungsform, sondern die Fürsorge der Bezugspersonen formt die Bindungsfähigkeit von Kindern. Und wenn die Fremdbetreuung qualitativ sehr gut ist, dann kann sie laut dieser Studie sogar die ungünstigen Faktoren aus der Familie etwas kompensieren. Es kommt also auf die Qualität der Betreuung an und nicht auf die Form der Betreuung. Außerdem behauptet die AfD, die Familienpolitik würde Frauen in die Erwerbstätigkeit drängen. Ich meine, Frauen wollen vielleicht auch einfach arbeiten. Es ist doch nun mal so, dass echte Gleichberechtigung, wie sogar die AfD sie selbst einfordert, nur möglich ist, wenn es eine faire Aufteilung der Erwerbsarbeit und auch der Sorge- und Reproduktionsarbeit zu Hause zwischen Männern und Frauen gibt. Darüber hinaus sind aber auch viele Paare darauf angewiesen, dass beide erwerbstätig sind, meistens sogar vollerwerbstätig, aufgrund der enorm gestiegenen Mieten und Lebenshaltungskosten. Wenn man also Familien wirklich eine bessere Wahlmöglichkeit geben will, wer wie viel wann arbeitet, und das behauptet die AfD ja, der müsste sich eigentlich für höhere Löhne und niedrigere Mieten einsetzen. Aber die AfD macht genau das Gegenteil. Die AfD ist sowohl gegen die Erhöhung des Mindestlohnes als auch gegen jegliche Formen von Mietpreisbremsen. Vielleicht geht es also der AfD gar nicht so wirklich um die Familien, sondern darum, alte Geschlechterrollen und Stereotype durch die Hintertür wieder zu manifestieren. Deswegen geht es auch um Kinder. Ihm geht es darum, Kinder möglichst aus staatlichen Institutionen wie Kita oder eben der Schule herauszuhalten. Denn gerade diese Bildungseinrichtungen sind es ja, die Kinder zusammenbringen, die zusammenschweißen, die Zusammenhalt schaffen, die Respekt schaffen, die Integration und Inklusion schaffen. Und das sind ja nun mal alles Werte, die ja, der Programmatik der AfD eher entgegenstehen. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass die AfD der Ganztagsschule sehr kritisch gegenübersteht. Gerade für Kinder aus ärmeren Haushalten, aber eben auch mit Migrationshintergrund, ist die Ganztagsschule eigentlich ein wichtiger Baustein
Baustein für gesellschaftliche Teilhabe, wenn sie gut ausgestattet und ausfinanziert ist. Und seien wir mal ehrlich, die meisten Menschen sind einfach auch auf eine ganztägige Betreuung angewiesen. Und das will die AfD ihnen irgendwie wegnehmen. Ja, und jetzt können wir mal raten, wenn es keine Ganztagsschulen mehr gäbe, wer würde denn dann zuständig sein, die Kinder nachmittags zu betreuen? Ich glaube, die Frauen. Also im Bereich der Bildungspolitik sagt die AfD nicht, die Kinder müssen immer bei ihrer Mutter sein. Sondern sie sagen, ja, das mit der Ganztagsschule, das ist ja nicht besonders gut. Und das mit der Krippe, das ist noch schlechter für die Bindung. Und deswegen wollen wir das nicht mehr so fahren. Aber es ist im Grunde das Gleiche. Ein weiteres Thema, was uns irgendwie alle betrifft, wo die AfD explizit antifeministische Positionen hat, ist das Thema körperliche Selbstbestimmung. Die Alternative für Deutschland setzt sich für eine Willkommenskultur für Neu- und Ungeborene ein. In Deutschland kommen auf rund 700.000 Lebendgeburten pro Jahr ca. 100.000 Schwangerschaftsabbrüche. Dabei liegt nur bei 3-4% eine medizinische oder kriminologische Indikation vor. In allen anderen Fällen wird den Schwangeren nach einer Beratung eine Bescheinigung ausgestellt, die ihr eine straffreie Abtreibung aus sozialen Gründen ermöglicht. Ein Schwangerschaftsabbruch stellt eine entscheidende Erfahrung für die Betroffenen dar und kann zu langanhaltenden Schuldgefühlen, psychosomatischen Beschwerden oder depressiven Reaktionen führen. Die AfD steht für eine Kultur des Lebens und ist im Einklang mit der deutschen Rechtsprechung der Meinung, dass der Lebensschutz bereits beim Embryo beginnt. Wir fordern daher, dass bei der schwangeren Konfliktberatung das vorrangige Ziel der Beratung des Schutzes des ungeborenen Lebens ist. Werdenden Eltern und alleinstehenden Frauen in Not müssen finanzielle und andere Hilfen vor und nach der Entbindung angeboten werden, damit sie sich für ihr Kind entscheiden können. Adoptionsverfahren sind in diesem Zusammenhang zu vereinfachen. Die AfD wendet sich gegen alle Versuche, Abtreibungen zu bagatellisieren, staatlicherseits zu fördern oder sie gar zu einem Menschenrecht zu erklären. Ja, ja, Kultur des Lebens. Aber nicht für die, die auf einem falschen Kontinent geboren wurden, mit einer falschen Hautfarbe. Nach internationalen Menschenrechtsstandards hat jeder Mensch ein Recht auf Leben. Ab nach der Geburt. Dazu kommen aber auch die Rechte der Privatsphäre, der Gesundheit, der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung. Und der Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch ist eine Voraussetzung für die Sicherstellung all dieser Grundrechte. Und das sehen mittlerweile auch alle Menschenrechtsorganisationen so. Und man kann auch nicht einfach das eine Grundrecht gegen ein anderes ausspielen, weil Menschenrechte sind universell unteilbar und eben miteinander verknüpft. Auch die UN sieht das so und verweist darauf, dass alle Staaten verpflichtet sind, zu garantieren, dass ein diskriminierungsfreier und straffreier Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen möglich sein muss. Gleichzeitig gibt es aber immer mehr restriktive Gesetzgebung zu dem Thema. Nicht nur in vielen afrikanischen Staaten und südamerikanischen Staaten, sondern auch in den USA oder auch europäischen Ländern wie Polen. Besonders perfide ist, dass die AfD so tut, als sorge sie sich um die Gesundheit von Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen wollen. Dabei zeigen eigentlich Studien, dass ja, in den Ländern, in denen es liberalere Abtreibungsgesetzgebungen gibt, die Anzahl an Schwangerschaftsabbrüchen nicht signifikant steigt. Besonders perfide ist es, dass die AfD so tut, als würde sie sich um schwangere Frauen sorgen. Dabei zeigen Beispiele von Ländern mit sehr liberalen Abtreibungsgesetzgebungen, dass es nicht automatisch dazu führt, dass viel mehr Schwangerschaften abgebrochen werden. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche seit der Entkriminalisierung in Kanada zeigt eindeutig, dass es eben nicht zu einem sprunghaften Anstieg von Abtreibungen gekommen ist. Dazu kommt, dass auch seit der Einführung einer Abtreibungspille es nicht zu einem erheblichen Ansprung an Schwangerschaftsabbrüchen gekommen ist. Und auch jetzt werden in Kanada über 90% der Schwangerschaftsabbrüche vor der 12. Woche vorgenommen. Umgekehrt ist aber nachweisbar, dass eine restriktive Gesetzgebung Frauen in ihrem Recht auf Gesundheit in einer Schwangerschaft massiv einschränkt. Nach Recherche des EU-Parlaments sind in Polen bis Winter 2022 6 Frauen gestorben, weil ÄrztInnen aus Angst und Sorge vor Strafe und Konsequenzen keinen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen haben.
Jedes Jahr sterben weltweit Zehntausende Frauen bei dem Versuch eines Schwangerschaftsabbruchs. Eine Studie der US-amerikanischen Johns Hopkins Universität aus dem Jahr 2019 zeigt, dass jährlich allein in Nigeria etwa 6.000 Frauen bei einem illegalen Abtreibungsversuch ums Leben kommen. Das heißt, wenn Frauen sich aus verschiedenen Gründen dafür entscheiden, eine Schwangerschaft nicht auszutragen, dann suchen sie sich Wege und Möglichkeiten, ja, diese Schwangerschaft auch abzubrechen. Eigentlich egal, ob es legal ist oder eben nicht legal ist. Der Unterschied ist, es wird nur gefährlicher für Frauen, wenn es strikt verboten und unter Strafe ist. Und es wird deutlich ungefährlicher für Frauen, wenn es legal und sicher ist. In Deutschland ist es so, dass § 218 des Strafgesetzbuches Schwangerschaftsabbrüche verbietet, es sei denn, Frauen lassen sich vorher bei einer anerkannten Einrichtung beraten und halten bestimmte Fristen ein oder sind eben Opfer von sexualisierter Gewalt geworden. Dennoch ist der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen auch in Deutschland immer schwieriger geworden. Allein deshalb, weil die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, sich in den letzten 20 Jahren in Deutschland halbiert hat. Im Sommer 2022 wurde das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche abgeschafft. Das hieß, dass eigentlich alle Ärztinnen und Ärzte, die über Schwangerschaftsabbrüche, die sie in ihrer Praxis durchführen, informiert haben auf ihrer Homepage, sich strafbar gemacht haben. Wie zum Beispiel die Frauenärztin Christina Händel. Jetzt wurde endlich die Gesetzesgrundlage überarbeitet und dieser Passus, dieser Paragraph gestrichen. Und jetzt könnt ihr mal raten, wer dagegen war. Die AfD war dagegen, dass Ärztinnen und Ärzte auf ihrer eigenen Homepage darüber informieren können, welche Dienste sie anbieten und dass Frauen in Notlagen vielleicht auch wissen, an wen sie sich wenden können. In ihrem Kampf gegen die körperliche Selbstbestimmung von Frauen hat die AfD seit ihrer Gründung sehr enge Kontakte zu einem erzkonservativen, rechten, christlichen Spektrum. Verknüpfungspunkte dieser unheiligen Koalition waren in den vergangenen Jahren vor allen Dingen der Marsch für das Leben und die Demo für alle. Eine direkte Verbindung besteht zwischen der Zivilen Koalition. Das ist eine Kampagnenorganisation der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch sowie ihres Ehemanns Sven von Storch mit evangelikalen Glaubensgemeinschaften und den Christen in der AfD. Und zu den engen Verbindungen der AfD gehören einige katholische und evangelikale Zusammenschlüsse, die ja durchaus als fundamentalistische christliche Rechte bezeichnet werden können, da sie ihren religiösen Überzeugungen mit ja, politischen Herrschaftsansprüchen verbinden oder gar den Gottesstaat fordern. Ja, Gottesstaat gibt es auch scheinbar bei einigen Christen. Dazu zählen der katholische und international organisierte Eliteorden der Pius-Brüderschaft oder auch das evangelikale und regional einflussreiche Gospelforum Stuttgart. Für den Verflechtungen fällt auf, dass die Personen, die dort aktiv sind, in der Regel akademisch hochgebildet sind und häufig aus Adelsgeschlechtern kommen. Der Antifeminismus ist hier eine weltanschauliche Gegenbewegung einer Upper Class gegen Universalismus und Demokratisierung. Und das ist wichtig zu erwähnen, denn man hört ja doch bisweilen häufiger das Argument, dass die Eliten alle liberal seien, dass sie einen bestimmten Feminismus propagieren würden und dass Wohlstand und Akademikertum häufig gleichgesetzt wird, ja, mit liberalen und sozialen Werten. Dabei ist es eben so, dass der Antifeminismus, so wie er von der AfD und von bestimmten Teilen der deutschen Aristokratie und von der christlichen Rechten propagiert wird, ein Projekt von oben ist. Und an dieser Verdrehung der Tatsachen sieht man, dass Geschlechterpolitik ein zentrales Kampffeld der extremen Rechten und der AfD ist, insbesondere im Bereich des Kulturkampfs. Viele der im Bereich des Gender-Mainstreamings vertretenen Ansichten widersprechen den Ergebnissen der Naturwissenschaft, der Entwicklungspsychologie und der Lebenserfahrung. Wir wenden uns daher gegen jede staatliche Förderung von Gender-Studies. Die Gender-Ideologie marginalisiert naturgegebene Unterschiede zwischen den Geschlechtern und wirkt damit traditionellen Wertvorstellungen und spezifischen Geschlechterrollen in den Familien entgegen.
Das klassische Rollenverständnis von Mann und Frau soll durch staatlich geförderte Umerziehungsprogramme in Kindergärten und Schulen systematisch korrigiert werden. Die AfD lehnt diese Geschlechterpädagogik als Eingriff in die natürliche Entwicklung unserer Kinder und in das vom Grundgesetz garantierte Elternrecht auf Erziehung ab. In diesem Sammelsurium gibt es einiges zu entwirren. Hier wird gesprochen von naturgegebenen Unterschieden, von Rollenverständnissen und von Umerziehungsprogrammen wie dem Gender Mainstreaming. Also, ich sag mal so, besonders interessant ist ja, dass sie das Gender Mainstreaming sich herausgegriffen haben und angreifen. Denn das Gender Mainstreaming ist eine Policy-Strategie zur Gleichstellung von Frauen und Männern, die immer die unterschiedlichen Lebensverhältnisse und Interessen von Frauen und Männern mit einbeziehen soll in politische Entscheidungen. Das heißt, Gender Mainstreaming bezieht sich explizit auf unterschiedliche Interessen und Lebensvorstellungen und Lebensverhältnisse von Frauen und Männern. Gender Mainstreaming versucht eben gerade nicht, Geschlecht zu dekonstruieren. Also laut Programmatik müsste das der AfD eigentlich gefallen, aber gut, müssen sie selber wissen. Worauf sich die Partei also wahrscheinlich eher bezieht, ist das Konstrukt des Genders, eine sozialwissenschaftliche Kategorie. Zur Aufklärung. Gender bezieht sich auf das soziale Geschlecht, nicht auf das biologische Geschlecht, also die Reproduktions- und Sexualorgane, mit denen wir zur Welt kommen. Und unsere Kulturkämpfer von rechts behaupten immer, dass es sowas gar nicht gäbe, beziehungsweise dass biologisches und soziales Geschlecht eigentlich das gleiche sei und immer identisch sein müsse, naturgegebenermaßen. Und das stimmt einfach nicht. Und es ist eigentlich auch ganz einfach. Das soziale Geschlecht bezieht sich auf alles, was typisch für Frauen oder Männer, also für ein spezifisches Geschlecht gilt. Und das kann dann sowas sein wie Mode oder Schminke oder eine Frisur. Oder ein gewisser Habitus. Oder welche Rolle man in sozialen Kontexten einnimmt. Das wird ja immer in irgendeiner Form geschlechtlich gelesen. Aber es ist eben auch nicht gleichbleibend. Es ist immer abhängig vom Kontext. Anfang des 20. Jahrhunderts zum Beispiel galt Rosa noch als eine typische Jungenfarbe. Und wir wissen, das hat sich geändert. Heute gilt eher Blau als eine typische Jungenfarbe. Und genau das meint Gender. Das soziale Geschlecht ist nicht biologisch vorgegeben oder in Stein gemeißelt, sondern veränderbar. Und genau deswegen scheint es auch so gefährlich zu sein, weil sie brauchen für ihr Weltbild und für ihr Gesellschaftsbild, für ihr Verständnis von Zusammenleben eine sehr feste Definition von sozialem Geschlecht, von den Aufgaben, die Geschlechter übernehmen sollen und müssen, die damit einhergehen, mit welchen Reproduktions- oder Sexualorganen man geboren ist. Und alle Identitäten, die da nicht reinpassen, sind also auch eine potenzielle Gefahr. Und da wären wir beim Thema LGBTIQ. Wenn biologisches und soziales Geschlecht immer passend sein sollen, wenn immer alles fest und nicht fluide sein soll, wenn Frauen so und Männer so sind, dann ist natürlich wenig Platz in einer Gesellschaft für Menschen, die das allein durch ihre Existenz in Frage stellen. Und deswegen richtet sich auch der rechte Kulturkampf so sehr gegen uns als LGBTIQ-Person und insbesondere gegen Trans. Ohne an dieser Stelle ins Detail gehen zu können, das Anti-Trans-Narrativ ist ein sehr fester Bestandteil der Strategie der extremen Rechten. Und wir beobachten das seit geraumer Zeit in den USA, wie damit eben auch Wahlen gewonnen werden können. Deswegen setzt auch die AfD immer mehr auf Anti-Trans-Narrative und versucht, Angst zu schüren. Auf programmatischer Ebene will die AfD geschlechtsangleichende Operationen für Jugendliche komplett verbieten und für Erwachsene erheblich erschweren. Außerdem will sie die dritte Geschlechtsoption wieder abschaffen und gendersensible Sprache mit Sonderzeichen komplett verbieten. Im Übrigen stellt sich die AfD gegen das Bundesverfassungsgericht, das 2017 geurteilt hat, dass es eine dritte Geschlechtsoption geben muss. Außerdem sollen LGBTIQ-Themen im Unterricht keine Rolle mehr spielen und keine Sexualaufklärung in Richtung LGBTIQ mehr erfolgen. Darüber hinaus will die AfD auch die Ehe für alle wieder abschaffen.
Es ist sehr besorgniserregend zu beobachten, wie gut die AfD und die extreme Rechte insgesamt die Klaviatur des Kulturkampfes und mit den Ängsten von Menschen spielt. Denn hier geht es um Sexualität, es geht um Identität. Das sind sehr intime Themen, die viele Menschen auch verunsichern. Und das nutzt die AfD und die extreme Rechte natürlich sehr gut aus. Und sie zeichnen immer wieder das Bild einer vermeintlichen queeren Elite, die die Strippen zieht. Abgesehen von den antisemitischen Untertönen einer solchen Darstellung ist es ja total absurd, weil es eine komplette Verdrehung der Realität ist. Die AfD und die Rechten sind es ja, die auf dem Rücken einer relativ kleinen Minderheit ihren Kulturkampf betreiben. Und was das für die Betroffenen bedeutet, insbesondere für Transpersonen, das kann man sich kaum vorstellen. Aber die Hetze trägt leider Früchte. Seit 2018 haben sich queerfeindliche Straftaten um 200% erhöht in Deutschland. Die extreme Rechte und somit auch die AfD kämpft im globalen Maßstab erbittert um unsere Identität als Menschen und im Kollektiv. Eine ganze digitale Armee aus Influencern, Pickup-Artists, Dating-Coaches und Lifestyle-Influencern befördern Desinformation und rechte Weltbilder auf TikTok und Instagram, aber vor allen Dingen auf TikTok. Und sie spielen eben mit den Unsicherheiten von jungen Menschen, mit der Identitätssuche von gerade von jungen Männern, die in einer sich verändernden Welt auch zurechtfinden müssen. Und es braucht ganz dringend Gegenerzählungen, emotionalisierte Identitäten, mit denen sich junge Menschen verknüpfen können, die nicht vereinfachte, alte Weltbilder sind, die darauf zielen, dass die gesamte Gesellschaft unfreier wird und eben vor allen Dingen Frauen, Queers, arme Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund ein deutlich schwierigeres Leben haben werden. Die gesellschaftliche Realität und auch die Realität von den Jugendlichen sieht oft ganz anders aus als in diesen Videos. Aber solange schwindende Sicherheiten, Vereinzelung, Individualismus, Marktlogiken und Konkurrenz unsere Gesellschaft prägen, solange wird es auch einen Nährboden für diese rechte Hetze und für diese Formen von Ideologie geben. Der Antifeminismus der extremen Rechten ist eine Gefahr für uns alle, nicht nur für Queers und Frauen. Und ich halte es da lieber mit Herbert Grönemeyer als mit Maximilian Krah, denn der fragt, wann ist ein Mann? Und er tut nicht so, als hätte er schon die Antwort, nur um das für seine Zwecke zu missbrauchen.